Ich spreche heute mit Nathalie Schaller. Sie ist Geschäftsführerin von Eight Clothing und Autorin des Buches Der Stoff, aus dem die Freiheit ist. Eight Clothing ist ein nachhaltiges und vor allen Dingen humanitäres Modelabel. Und das fand ich persönlich natürlich schon mal sehr, sehr interessant. Warum? Das finden wir gleich raus. Was auch noch interessant ist, ist Nathalie Schaller selbst. Denn Nathalie Schaller ist Meisterin darin, aus Scheiße Gold zu machen. Und da wollte ich natürlich wissen, wie das geht. Nathalie, schön, dass du da bist. So, Ja, ich freue mich auch mega. ich hoffe, ich habe dich gut vorgestellt. Aber weißt du, was ich mich eigentlich gefragt habe? Wie würdest du dich selbst vorstellen? Ich habe jetzt viele Interviews von dir gesehen, aber was würdest du sagen, wenn du mir auf einer Party begegnen würdest? Ja, ich finde, du hast es großartig gemacht. So viel gibt es da gar nicht noch dazu zu sagen. Vielleicht einmal noch ein bisschen so privat. Ich bin 37, wohne in Stuttgart, bin verheiratet mit meinem besten Freund, habe zwei Mädels zu Hause. Genau, und ja, bin Vollblut-Sozialunternehmerin und liebe, was ich tue. Also ein humanitäres Modelabel. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was ganz genau ist das Humanitäre und damit auch Nachhaltige daran? Erzähl das einfach mal. Ja, ich glaube, da muss ich so das Ganze so ein bisschen von hinten aufrollen. Und zwar muss ich sagen, dass wir Eight als Modelabel nicht gegründet haben, weil wir gedacht haben, die Welt braucht jetzt unbedingt nochmal ein neues Modelabel. Sondern das Ganze hat ein bisschen anders gestartet, nämlich, also ich habe eigentlich Jura studiert und mir liegt Gerechtigkeit einfach total am Herzen. Und ich Hast du bin. Jura studiert, weil dir Gerechtigkeit am Herzen liegt, oder hast du Jura studiert, weil du Jura studieren wolltest? Naja, also ich sage mal so, mir liegt Gerechtigkeit an sich sehr am Herzen und so die juristische Laufbahn wurde mir auch so familiär so ein bisschen in die Wiege gelegt. Mein Vater hat eine eigene Kanzlei und das ist so ein bisschen auch Familienprojekt und deshalb war das natürlich naheliegend. Ich habe dann aber im Jurastudium gemerkt, dass ich mich eigentlich so in diesen typischen Juristenberufen gar nicht so sehen kann. Und ich eigentlich, dass es mir gar nicht so um Sach- und Rechtslagen, sondern eher so um die Menschen dahinter geht. Und dann war mit einer Organisation unterwegs im Ausland und da verschiedene soziale Projekte besucht und bin dann total hängen geblieben also ich durfte in dem Rahmen auch ein Schutzhaus besuchen für Frauen, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution befreit wurden. Und das Thema hat mich so komplett auf den Kopf gestellt. Also das hat mich so berührt, diesen Frauen gegenüber zu sitzen, und einfach auch so dieses Thema Menschenhandel, moderne Sklaverei, dass es heutzutage Sklaven gibt, dass heutzutage Menschen verkauft werden. Ich wusste, also es war mir nicht bewusst und auch dieses globale Ausmaß dahinter war mir nicht bewusst. Und das hat mich so geschockt und einfach nicht mehr losgelassen. Und ich bin dann damals nach Hause gekommen und habe mir vorgenommen, irgendwas zu starten, was solchen Frauen irgendwie nochmal eine Perspektive gibt, eine neue und Hoffnung im Leben und Ausbildung und eine Zukunft. Und dann haben sich wirklich so total verrückte Puzzleteile über die ganze Welt verstreut zusammengesetzt, sodass wir am Ende quasi gesagt haben, hey, wir starten ein Modelabel, das fair ist, das ökologisch ist und das aber vor allem speziell solchen Frauen, die in ihrer Vergangenheit Ausbeutung, Gewalt, Unterdrückung erlebt haben, solchen Frauen durch ein ganz spezielles Programm einfach auch wirklich eine neue Zukunft, neue Perspektive ermöglicht durch Arbeit, durch Ausbildung im ganz geschützten, liebevollen Umfeld. Und ja, so kam das. Tausend Fragen, aber erst einmal, du hast wir gesagt. Wie viele wart ihr denn? Also alleine hast du es nicht gestemmt. Aber zu wie vielen wart ihr? Ich hätte das niemals alleine hinbekommen. Es war so, dass ich da eben nach Hause gekommen bin mit diesem Traum, mit dieser Vision, da was zu starten und von Anfang an auch einfach viel drüber geredet habe. Ich hatte einfach ich habe da dann voll dafür gebrannt. Ich hatte nichts anderes mehr im Kopf. Und habe da einfach ganz viel Freunde da auch irgendwie mitgerissen. Also natürlich, mein jetziger Mann war dabei. Ganz am Anfang also wir hatten noch eine Modedesignerin, hat sich noch ins Team fest mit eingeklinkt. Und dann hatten wir auch einfach ganz viele Freunde, Verwandte, so viele Leute, die uns da unterstützt haben und das Ganze so ins Rollen gebracht haben. Und genau, und ich habe am Anfang auch noch als Juristin dann gearbeitet, um einfach Geld zu verdienen. Das Ganze ist so als Ehrenamtsprojekt irgendwie gestartet, bis wir das dann eine Weile später so auch immer auf professionelle Beine gestellt haben und Eight dann überhaupt erst gegründet haben, 2017. Das war schon eine lange Reise. Aber ja, es waren super viele Menschen auf diesem ganzen Weg involviert.
Und ja, kann man auch gut in meinem Buch nachlesen. Also es ist wirklich eine total verrückte, bunte Gründungsgeschichte. Was man in deinem Buch auch nachlesen, nicht, aber rauslesen kann, ist, dass du wahrscheinlich eine sehr, sehr interessante Art hast, mit Lebensläufen umzugehen. So, abgesehen von der Tatsache, dass man einen Lebenslauf solchen Frauen, wenn sie aus Menschenhandel kommen, ja einfach, den kann man einfach nicht voraussetzen. Man weiß nicht, was für Skills die haben und wo man sie dann einsetzt. Wie machst du das dann also? Wie wählst du Leute aus, wenn sie vor dir sitzen? Das Herz auch dieses Unternehmens sind eigentlich unsere Partner in Indien. Denn die, also Kayim heißen die, da gibt es ein Social Business, haben die gegründet, steckt ein Ehepaar dahinter und die suchen die Frauen aus und beschäftigen die und wir im Endeffekt wiederum bieten da den strukturellen Rahmen und das Finanzielle durch unsere Aufträge, Verstehe. dass es deren Arbeit auch möglich ist. Und insofern in die Auswahl der Näherinnen an sich bin ich gar nicht involviert, sondern das machen wirklich unsere Partner vor Ort, die einfach, die so nah an den Frauen dran sind und auch einfach, ich bin jedes Mal, wenn ich auch dann vor Ort bin und von denen höre und wir sind wirklich im fast täglichen Austausch mit denen, was die einfach für eine wahnsinns emotionale und tolle Arbeit mit den Frauen machen. Wie dankbar die Frauen sind, das sieht man auch in deinem, also in den Klamotten, die man dann kauft, dann sieht man immer so einen Stempel und mit dem Stempel kann man auf der Webseite nachlesen, ja, was die Frau, die das genäht hat, dazu zu sagen hat. Das finde ich irgendwie ist eine ganz, ganz süße Idee, by the way. Ja, danke. Das war uns auch voll wichtig, dass wir zum einen also eine Brücke schlagen so zwischen den KäuferInnen hier und dann eben den ProduzentInnen, dass man da einfach merkt, hey, da stecken wirklich Menschen dahinter, die haben das genäht. Handarbeit, da steckt wirklich, ja, da stecken Menschen dahinter. Und dann auch gleichzeitig so die Wertschätzung den Frauen gegenüber, weil wenn die ihren Stempel in einen Teil reinmachen dürfen, an dem sie mitgearbeitet haben, dann ist das so eine Wertschätzung so für die. Und wenn wir dann auch manchmal dann schon denen irgendwie Lookbooks dann mit nach Indien gebracht haben und denen gezeigt haben, so oder Fotos von Kundinnen hier, die Fotos schicken, wie sie unsere Kleidung tragen und wir das den Frauen zeigen und die einfach sehen, dass ihre Arbeit wirklich einen Wert hat, dass sich Menschen darüber freuen und die Sachen gerne tragen. Das ist so eine Wertschätzung für die. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Mechanismus, um die Geschichten der Frauen, ihre Hoffnungen, ihre Träume, die irgendwie so zu transportieren und auch das Thema Menschenhandel damit irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Genau. Und weil du vorher noch gefragt hast, Auswahl jetzt hier, ich habe ja auch hier einfach ein mega tolles Team hier in Deutschland. Das heißt, vom Thema Design und Produktionsmanagement über Vertrieb und Marketing, was wir hier auf der deutschen Seite alles stemmen. Und da ist mir einfach immer wahnsinnig wichtig, dieser Herzschlag, so dieses Like-Minded, dass für die Leute klar ist, das ist ja nicht ich sag mal, ein Job wie jeder andere so, wo es nur darum geht, so sein Gehalt nach Hause zu nehmen, sondern das ist hier wirklich ein Herzensprojekt und es geht und sind die Menschen dahinter einfach unglaublich wichtig und das merkt man einfach in jedem, ich sag mal hier strategischen Entscheidungen, Teamentscheidungen spielt es einfach eine große Rolle, dass es um mehr geht als um Profitmaximierung oder was weiß ich was, sondern dass da andere Werte einfach eine Rolle spielen. Und das ist mir sehr wichtig, dass das vom ganzen Team mitgetragen wird. Wie sieht man denn einen Herzschlag bei einem Bewerbungsgespräch? Also woran erkennst du das? Unsere Bewerbungsgespräche sind meistens, also gerade wenn es um wichtige Teammitglieder geht, mache ich die auch nicht alleine, sondern ich nehme da immer andere Leute aus dem Team mit. Weil ich es wichtig finde, dass gerade wenn man jemanden für eine entscheidende Stelle sucht, dass einfach die Harmonie im Team auch stimmt und dass sich jeder irgendwie damit mit dem, der die Neuen dann eben auch identifizieren kann. Und unsere Bewerbungsgespräche gehen meistens sehr lang. Und wir versuchen wirklich einfach, also wir sprudeln dann immer los, erzählen von unserer Arbeit und bringen da, glaube ich, immer unsere Leidenschaft ganz gut so mit rein in das Gespräch. Und man merkt dann sehr schnell, wie geht der andere damit um? Fängt der Feuer? Findet er das cool oder ist das so, boah, Hilfe, das ist mir irgendwie too much, ich will doch einfach nur einen Job. So, das merkt man relativ schnell, ob da dieses Feuer einfach überspringt oder nicht. Einfach nur ein Job war eigentlich der Job, den du davor gehabt hast, als Juristin für dich. Also in deinem Buch habe ich gelesen, du warst mit der Entscheidung, Juristin zu werden,
nicht so super glücklich. Und da wären wir dann auch schon bei deiner eigenen persönlichen Scheiße. Und I like Scheiße, because you can do a lot of stuff with it. Das Problem ist nur, es fühlt sich leider meistens nicht so an. Kannst du davon ein bisschen was erzählen? Ja, also ich habe in meinem Leben gemerkt, dass man einfach manchmal, also ich hatte persönlich jetzt so diese Leidenschaft, dieses Projekt zu stemmen, einfach schon sehr, sehr lang. Aber ich konnte es nicht von Anfang an machen. Also rein aus finanziellen Gründen, den Rahmenbedingungen, es war klar, ich muss erstmal auch als Juristin arbeiten, um Lebensunterhalt zu verdienen. Und es war für mich im ersten Moment schon einfach bitter, weil ich wusste ja, was ich eigentlich wollte. Und es war klar, okay, jetzt muss ich erstmal quasi doch wieder in diese Juristenlaufbahn, um nebenher dann mein eigentliches Herzensprojekt zu ermöglichen. Und das war für mich erstmal ein kleiner Rückschritt, würde ich sagen. Oder erstmal, ja, scheiße. So, dass ich gedacht habe, okay, ich kann jetzt nicht sofort alles direkt so meinen Traum umsetzen, wie ich möchte. Aber es ist ja dann im Endeffekt gut geworden. Ne? Also so, ich denke, manchmal muss man ein bisschen Geduld mitbringen und ein paar Umwege einschlagen. Aber es ist einfach wichtig, dass man seinen Traum nicht aus dem Auge verliert, so den Fokus behält. Wie macht man das denn? Also, weil ich kann mir vorstellen, dass dann zum Beispiel Verpflichtungen reinflattern, man bekommt Kinder und sonst irgendwas. Wie macht man das? Wie macht man das, dass man seine Vision, ja, wie macht man das, dass man seine Vision nicht aus den Augen verliert? Also, ich glaube zum einen, dass es wichtig ist, ich glaube, automatisch, wenn ein Herz mal so richtig für eine Sache brennt, dann ist da eine absolut gewisse, so eine Ausdauer, glaube ich, automatisch schon mal da. Und ich finde es wichtig, tatsächlich andere Leute mit ins Boot zu nehmen. Ich glaube, es ist, wenn man so ganz alleine mit seinem Herz ist und mit seinem Traum, dann ist es schwer, also ist es einfach, da mal einen Fokus zu verlieren, sich ablenken zu lassen. Aber bei uns war es wirklich so, dadurch, dass da schon so viele Leute irgendwie mit dabei waren und so viele Leute das Ganze auch mit befeuert haben, die mich dann immer wieder auch mich dann wiederum mitgerissen haben, wo man sich so gegenseitig dann mitreißt. Mhm. Dieser Movement-Gedanke, so der ja auch so ein bisschen dahinter steckt, der ist da absolut wertvoll, wenn man sich immer wieder gegenseitig motiviert, gegenseitig hochzieht, gegenseitig anstachelt und gegenseitig einfach erinnert, so wofür man eigentlich kämpft, so was eigentlich das Ziel ist, wo man hin will. Was macht ihr denn, ist es wirklich immer so harmonisch bei euch im Team und was macht ihr, wenn es mal nicht so harmonisch ist? Wie macht ihr, dass es dann trotzdem klappt? Also es gibt auch bei uns immer wieder natürlich Probleme. Es ist nicht immer alles happy clappy. Wir sind auch jetzt gerade Corona. Es ist Krisenmanagement hoch und runter. Und was ich immer wieder da auch einfach, wofür ich plädiere und was ich immer wieder hier versuche, es sind einfach offene, ehrliche Gespräche im Team und einfach hinsitzen, mal die Arbeit beiseite legen und wirklich sich mit den betreffenden Leuten im Kernteam einfach zusammensitzen und gemeinsam ganz ehrlich austauschen. Und ich glaube, dass wir hier auch einfach es geschafft haben, so eine Offenheit zu schaffen, sodass jeder weiß, egal, jeder kann ja auch seine Gefühle und Wünsche und Träume einfach auf den Tisch packen. Und es ist immer gegenseitiges Verständnis dafür da. Niemand wird hier irgendwie ausgelacht für seine Bedürfnisse oder so, sondern jeder kann hier einfach sagen, wie es ihm geht und was ihm gerade stinkt und wo er einfach überfordert ist oder was er auch gut findet. Und dann versuchen wir da wirklich im Team auch einfach Lösungen zu finden. Was ich interessant finde, ist, wie du gerade das auf den Punkt bringst, in deinen Worten oder aus deiner Praxis, dass Diversity auf der einen Seite total wichtig ist, also dass man auch wirklich irgendwie ja sich zeigen können muss, ja, in einem Team und dass das eigentlich gar kein Problem ist, wenn die Vision groß genug ist. So, ja. Ne? Und also groß und also im Herzen groß genug, groß und wichtig genug. Das finde ich, ist ein schöner Punkt. So. Und wie weit einen das auch trägt. Also ihr seid ja, mittlerweile ist es aus dieser kleinen Idee, die du hattest, ist ein Riesenunternehmen geworden. Also verhältnismäßig großes Unternehmen. Ihr heimst Preise ein, noch und nöcher, selbst in so einem Krisenjahr wie das dem letzten. Und das finde ich, ist total spannend, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich
auch mit diesem Krisenjahr, aber auch schon davor, dieses Risiko des Scheiterns, du schreibst in deinem Buch auch darüber, das Risiko des Scheiterns eigentlich immer mit einkalkuliert ist. Wie gehst du damit um? Also warum machst du es trotzdem? Ich glaube, man braucht dafür schon eine gewisse, so eine bewusste Naivität manchmal auch. So, also gerade zum Beispiel dieses Buch ist wieder so bezeichnend, weil wir haben angefangen, dieses Buch zu schreiben, wirklich in dem Moment, also Corona-Ausbruch, wo ganz klar war, okay, mit Age stehen wir eh schon, also es ist Social Business immer schwierig, wir sind noch ein Startup, wir haben immer unsere Herausforderungen, jetzt noch Corona, unsere Partnerorganisation in Indien, an der wir ja total, also sowohl freundschaftlich, emotional, businessmäßig total dranhängen, die mussten Lockdown, also die haben monatelang, ging da gar nichts und wir wussten nicht, ja, wie geht es denn da überhaupt weiter? Und in der Situation haben wir angefangen, dieses Buch zu schreiben, wo ja auch Sam Aid einfach eine große Rolle dann auch spielt. Und wo dann nicht klar war, okay, ja, schreiben wir jetzt hier ein Buch gerade über ein Unternehmen, das es nächstes Jahr vielleicht gar nicht mehr gibt. Und so dieses ständige, boah, machen wir das jetzt, so diese Risiken abwägen. Und ich glaube, man braucht schon einfach eine gewisse Portion, so eine bewusste Naivität zu sagen, nee, ich glaube jetzt, ich hoffe und glaube jetzt einfach von ganzem Herzen daran, dass es gut wird. Und dass es irgendwie weitergeht und und meine Güte, wenn's scheitert, dann soll es so sein, dann ist es so und dann gehen andere Türen auf, so eine gewisse Lockerheit dann auch mit dem Scheitern, weil ich glaube, in unserer Kultur wird Scheitern auch schon sehr, sehr hoch gehängt und ich glaube, so ein gewisser gesunder Umgang damit ist, finde ich, auch wichtig, das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Und ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir können nur sehen, was wir selber machen. Also wir haben nur begrenzte Möglichkeiten, ja? Wir als Menschen. Und wir können immer unser Bestes geben und sagen, okay, entweder es reicht oder es reicht halt nicht. Aber es ist gerade auch jetzt mit Corona, man merkt einfach immer wieder, es liegt nicht alles in unseren Händen und wir können nicht alles steuern. Und wir können einfach nur unser Bestes geben und hoffen, dass es gut geht. Auch ganz spannend, ne? Es liegt nicht alles in unseren Händen. Da denke ich irgendwie dann aber trotzdem wieder an Verantwortung. Wofür, weißt du? So nach dem Motto, es ist ja auch das eine zu sagen, ich glaube, du warst auch ganz doll krank, ne? In deiner Studienzeit. Und gerade bei Krankheit ist es so, ich kenne das auch selbst, dass man sagt, oh Mann, jetzt bin ich krank und so. Und die Krankheit ist schuld, also weißt du, ist schuld, irgendjemand ist schuld. Und wenn man keinen mehr findet, dann ist Gott, ja, also oder sonst irgendetwas. Aber Hauptsache, irgendjemand anders ist schuld. Und ich kann ja eh nichts machen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt beim Scheitern. Das ist, glaube ich, der Moment, wo dann wirklich alles vorbei ist. In dem Moment, wo du nicht mehr bereit bist, die Verantwortung zu übernehmen für die aktuelle Situation, für Scheiße. Niemand übernimmt gerne Verantwortung für Scheiße, aber einer muss es machen, weißt du? Und wenn es deine eigene Scheiße ist, dann bist es idealerweise selbst, weil dann weißt du wenigstens, was mit der Scheiße passiert. So. Also, und das finde ich ist so ein interessanter Punkt, dass du sagst irgendwie, okay, irgendeine andere Tür geht auf. Also das sagt mir, du übernimmst Verantwortung. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du das gemacht hast oder wie du zu dieser Einstellung gekommen bist, dass du das selber machen musst? Ja, also da gab es auch, ich schreibe das auch in meinem Buch, es gab so eine ganz krasse Schlüssel, so ein Schlüsselmoment, ja, so in meinem Leben, wo du hast ja gerade schon erwähnt, mir ging es mal echt auch körperlich einfach richtig mies, gerade als ich im Jurastudium mittendrin gesteckt habe, gemerkt habe, boah, eigentlich kann ich mich in diesen juristischen Berufen gar nicht sehen und wo geht's da hin? Und ich habe mich wirklich in so einer Abwärtsspirale befunden, so auch mental, also Ich würde jetzt mal sagen, ich hatte eine Depression, auch wenn das damals so nicht diagnostiziert wurde, aber ich hatte wirklich krasse körperliche Probleme. Mir war laufend schlecht, ohne dass das jetzt körperlich erklärbar war. Also zig Magenspiegelungen, keine Ahnung, haben da kein Licht reingebracht. Was mit mir los war, ich konnte einfach nicht mehr essen, mir war ständig schlecht. Genau, und dann kam halt dieser Moment, wo eine Freundin, der ich da irgendwie mein Herz ausgeschüttet habe, mir so den Spiegel vorgehalten hat und zu mir diesen so knallhart gesagt hat, hey, weißt du was, wenn ich mein Leben so zum Kotzen fände wie du, dann wäre mir auch schlecht. Und das war so bam, so voll in, ja, so gerade rein einfach, wo ich gedacht habe, ja, ey, du hast recht und ich finde mein Leben
im Moment wirklich zum Kotzen. Irgendwas stimmt nicht. Ich fühle mich, als würde ich das falsche Leben leben. Und ich bin die Einzige, die was dran ändern kann. Ich kann das nicht, diese Schuld dafür meinen Eltern in die Schuhe schieben, weil sie mir das Jurastudium empfohlen haben. Oder ich kann das nicht dem blöden Jurastudium in die Schuhe schieben, weil, keine Ahnung, es ein anstrengendes Studium ist oder so. Sondern ich bin die Einzige, die jetzt hier sagen kann, hey, das ist nicht das, was ich will. Und ich muss da irgendwie Konsequenzen draus ziehen und Entscheidungen treffen und einen anderen Weg gehen. So. Und oder rausfinden, was ich dann eigentlich will. Wenn ich weiß, dass ich das nicht will, muss ich gucken, was will ich denn dann? So. Und das war für mich so ein absolut erhellender Moment, und den ich nie wieder in meinem Leben vergessen habe. Und wo ich immer wieder auch drauf zurückkomme, wenn ich denke, okay, ich bin jetzt gerade in einer Situation, mit der ich eigentlich irgendwie nicht so happy bin oder mit der ich mich nicht wohlfühle, dann gucke ich zuerst, okay, was kann ich tun, um das zu verändern? Und nicht so, was können jetzt alle anderen so machen, damit es mir besser geht, sondern was kann ich aktiv tun? Und was passiert dann? Ich finde, es kommt immer wieder, also ich bin immer überrascht, was dann passiert tatsächlich. Also man kann es auch nicht jetzt über einen Kamm scheren, aber ich finde, wenn man bei sich selber anfängt, passieren jedes Mal coole und auch überraschende Dinge, sei es wenn ich merke, ach krass, ich kann ja doch irgendwie mehr verändern, als ich denke. Oder dass Dinge passieren, wo ich merke, okay, das löst irgendwie eine Spannung zwischen mir und jemand anderem, wenn ich nicht irgendwie jemand anderen angreife oder so, sondern denke, okay, was kann ich denn jetzt in dieser Beziehung verändern? Was kann ich dann machen, damit es dem anderen auch irgendwie einfacher wird, offen zu sein oder wiederum auf mich zuzukommen oder so. Also das sind immer so Momente, glaube ich, oder wenn man merkt, okay, auf einmal fangen der andere an, auch was zu verändern oder so. Also ich finde, glaube, dieses bei sich selber anfangen ist immer egal in welcher Situation, ist immer eine gute Sache, so eine gesunde Sache. Manchmal braucht man für so eine gesunde Sache, auch wenn sie sehr gesund ist, und auch wenn man eigentlich wüsste, ach, guck mal, die Mika und die Nathalie, die haben das gesagt, das sollte ich jetzt vielleicht mal tun. Aber dennoch total viel Mut, weil es ja so viel einfacher ist, so die Verantwortung aus der Hand zu geben. Ne? Es ist eigentlich richtig schön bequem. Und manchmal, und ich fasse mich da voll an der eigenen Nase, manchmal macht man das auch gar nicht so bewusst. So, ne? Also manchmal ist man gar nicht so bewusst. Also manchmal braucht man so eine Freundin, die einem den Spiegel vorhält, und dann möchte man gerne den Spiegel, aka ihre Fresse, schön zerschlagen. So, weil einfach das Bild ist nicht so schön, wie man es gerne hätte. Dementsprechend ist das ein mutiger Schritt, irgendwie zu sagen, hey, okay, weißt du was? Vielleicht muss ich jetzt einfach selbst. Und wie bekommt man so einen Mut? Was ist das, was mutig macht, was in deinen Augen? Auch weil das ist echt eine schwierige Frage. Und also ich muss ja auch sagen, es ist auch nicht so, dass mir das immer sofort leicht fällt. So. Also ich muss mich da auch mal meine eigene Nase fassen. Denke, es ist immer wieder auch ein Prozess und ein Weg und ein immer wieder Bewusstsein machen, auch in der Richtung. Und ich glaube, es ist immer eine Überwindung, so in sich selbst reinzugucken, sich selbst anzugucken. Und so ja, ich glaube halt, wenn man das einmal macht und damit gute Erfahrungen gemacht hat, dann fällt es beim zweiten Mal leichter und beim dritten Mal noch leichter, weil man immer wieder darin vielleicht auch bestätigt wird, dass es die richtige Herangehensweise ist, erstmal nach der eigenen Verantwortung so zu gucken. Ja, und klar, das Erste, ja, ich glaube, also ich kann da jedem nur den Mut zusprechen und sagen, es lohnt sich. Das lohnt sich wirklich. Es hat sich für mich total gelohnt, mit dir zu sprechen. Ich glaube, für jeden, der heute zugehört hat, auch. Ich habe ganz viele Sachen gelernt und ich habe immer ein bisschen Notizen gemacht. Das hast du vielleicht gesehen. Ich habe immer ein bisschen Notizen gemacht, weil da so viele ganz interessante Sachen dabei waren. Also wir fangen an bei der Verantwortung, ja, dass niemand Schuld hat, ne? Sondern nur du und ich. Also ich und nur ich trage die Verantwortung für mein Leben, keiner sonst. Das heißt, nur ich kann mein Leben in eine positive Richtung verändern. Und wenn ich das tue, dann komme ich in meine eigene Kraft. Und diese Kraft ist so unglaublich. Damit kann man Berge versetzen, wie man an dir so wunderschön gesehen hat. Und was ich auch noch einen schönen Aspekt fand, ist die Tatsache, dass diese
dieses Verantwortung übernehmen tatsächlich nicht nur was in mir verändert, sondern auch was in den Beziehungen, die ich habe, die so sehr darunter leiden, dass ich zum Beispiel ihnen die Verantwortung für mein eigenes Unglück gebe. Absolut, richtig. Super, super schöner Gedanke. Der zweite Gedanke ist, was mit dem Mut ist, auch total geil, dass Mut tatsächlich eine Entscheidung ist. Also immer wieder, also ne, und diese Entscheidung Erfahrung mit sich bringt, die dir mutige Entscheidungen leichter machen. Ah, what an Erleuchtung! Weißt du? Voll geil. Voll gut zusammengefasst. Sehr schön. Total geil. Und das Allergeilste ist, mutige Entscheidungen brauchen eine bewusste Naivität. So wie du das schon gesagt hast. Also dieses Gefühl von, okay, it might just go completely wrong, but I'm just gonna do it anyway. Also trotzdem, auch wenn, egal was, I'm gonna do it, weil ich will. Verdammt nochmal. Und wenn du wirklich willst, dann schaffst du auch. Also, das ist auch etwas, was mir sehr, sehr am Herzen liegt. Und last but not least, und da kommen wir noch einmal zurück zum Aid, wie wichtig das Team ist, wie wichtig irgendwie deine Umgebung ist. Und Team, dieser Diversity-Gedanke, also verschiedene Leute mit derselben Passion, die können unglaublich weit kommen und die können dich auch persönlich total weit tragen. Und es ist wichtig, sich solche Leute zu suchen. Und deswegen ist es wichtig, seine eigene Passion unapologetically, also ohne Entschuldigung vor irgendwem zu teilen, weil nur so kannst du sie finden. Ja, right? Absolut. Absolut. Was willst du, was wünschst du dir für die Zukunft? Hey, da bin ich selber tierisch gespannt. Also ich sag mal, von meiner Vision her, also ich sehe einfach ja immer wieder, wie wichtig unsere Arbeit ist oder dass wir halt wirklich, wirklich Menschenleben verändern können, jetzt mal so platt formuliert, ja, und das ist eigentlich, also die Modeindustrie an sich ist ja so von Ausbeutung geprägt und ich würde mir wünschen, dass wir überall auf der Welt solche Kooperationen eingehen können und einfach zeigen können, dass wir mit einem, ja, auf eine gesunde Art und Weise, mit einer menschlichen Art und Weise Mode machen können, dass es einen guten Konsum gibt. Also das sind so Sachen, wo ich denke, man kann wirklich durch einfache Entscheidungen können wir die Welt so viel besser machen. Und ich würde am liebsten das Konzept Aid weltweit sehen so und einfach einfach Ausbeutung und Menschenhandel und Sklaverei einfach so einen Zack-Strich durch die Rechnung machen. Hm. Würde ich gerne mal schauen, wie weit wir da kommen. Bin da also, sehr jeden Tag neu gespannt. Wenn ich irgendwie unterstützen kann, ich mache ungerne Werbung, aber ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Konzept und ich finde, das hat jegliche Unterstützung verdient. Von mir hast du sie komplett, denn was ich so schön finde, ihr schafft wirklich ganz viel Mehrwert. Ganz viel Mehrwert für die einzelnen Menschenleben, aber auch so für uns, für mich in der Bewusstheit, weißt du, wie geht man mit Mode um und wer hat den ganzen Scheiß eigentlich gemacht und unter welchen Bedingungen? So. Ja. Ja. Insofern finde ich, das war ein ganz goldiges Interview. Vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, I have it all. Es ist jetzt wieder ganz viel in meinem Kopf, aber ein anderes Mal. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und jetzt würde ich das Interview an dieser Stelle so gut beenden und meinen Kopf einfach weiterarbeiten lassen. Dankeschön, Nathalie. Danke dir.